Während sich die Briten vom EU-Tisch möglichst zeitnah verabschieden möchten, können die Beitrittsverhandlungen für das NATO-Mitglied Montenegro nicht schnell genug gehen. Dessen Premierminister will positive Signale von der neuen Kommission vernommen haben. Ich denke, dass das verhandelte Brexit-Abkommen die Europäische Union von einem großen Problem befreit, das sie zuletzt hatte. Dann kann sich die EU nämlich wieder gewichtigen inhaltlichen Themen zuwenden. Dazu zählt auch die Erweiterungspolitik. Montenegro ist der beste Beitrittskandidat. Mit Albanien und Nordmazedonien hatte die EU zuletzt Verhandlungen über einen Beitritt abgebrochen. Wenn die EU aus der Brexit-Endlosschleife raus ist, so die Hoffnung in Montenegro, könnte der Balkanstaat, seit 2010 bereits Beitrittskandidat, das 28. EU-Mitglied werden.